Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Weiter geht's! Ich wollte mir ja jetzt die Vorräte holen. Ninja berechnet neuen Kurs. Ein Ranger hat sich erholt. Und ich wollte das Funkrelais errichten. Setze Kurs auf die arktischen Gebiete. Widerstand, Kommunikationseinrichtung, einsatzbereit. Oh ja, das ist gut. Dafür brauche ich mehr Vorräte. Die beiden werden dann gleich dazu kommen. Das macht doch keinen Sinn. Ich hab doch erst drei. Das hier haben wir doch gar nicht. Ich glaube, ich mache jetzt das mal. Berechnet neuen Kurs. So langsam kann ich diese Mission mal angehen. Oder auch nicht. Nicht so wichtig. Auch nicht so wichtig. Beschütze das Gerät. Ah, ja. Ein Ingenieur kann ich immer gebrauchen. Kurs auf Sektor 1, die Arktis. Ja, die nehme ich mit. Jetzt ist die Frage, welchen Ranger nehme ich mit? Ach ja, einen Ranger habe ich schon dabei. So. Waffenverbesserung. Automatiklader ist drin. Ja, so kann ich erstmal lassen. Schafft ist nicht so wichtig. Das könnte ich mir mal leisten.
Ja. Moment mal. Die Ausrüstung ist falsch. Das nehme ich mit. Kann ich noch irgendeine andere Ausrüstung einholen? Nö. Kostet zu viel. So nehme ich meinen Einsatz mit. Sky Ranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Eigentlich wollte ich diese eine Mission anfangen, aber nein, da kommt eine Mission dazwischen. Wann muss das denn sein? Ich hoffe, dass jetzt keiner verletzt wird. Da müsste ich diese eine Mission ein bisschen noch weiter rausschieben und das will ich nicht. Das will ich gar nicht. Ein Widerstand. Das wäre etwas. In diesem Gebiet einen Datenzugang zum Advent-Netzwerk eingerichtet und die abgefangenen Daten unpraktisch sind für die jüngste Alien-Operation. Der Aufklärung nach sind die Aliens schon auf dem Weg, um das Gebiet zu zerstören. Ich habe ja zwei Truppenarten noch nicht. Wertvoll, also sichern wir das Gebiet. Schalten Sie alle Feinde aus und schützen Sie das Gerät. So, ein bisschen schneller bitte. Wo muss ich hin? Oh ja, das ist ja nicht weit weg. Wir sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Jetzt ist die Frage, wie weit kann ich schon vor? Oh, da sind ein paar Schlangen. Stepping off. Alles klar. Ich kann also ziemlich weit vorpushen. Allez, on bouge. Du pusht mal dahin. Wie mache ich es mit dir jetzt? Jawohl. Oh, sie hauen ab.
Wieso kann ich... Position confirmée. Vigilance. Ah, sie können das durch die Fenster sehen. I'm on it. Hey, eine Viper ist weg. Die Frage ist, wo ist die andere Viper? Die Viper ist da. Den hole ich mir. Tempo. Sie haben uns anscheinend nicht wirklich entdeckt. Oh, Fehlschuss macht Schaden. Heiße Gegner ist tot. Die schießen nicht auf das Teil? Sono Gialli. Leo. Oh, überragende Automatiklader. Das ist gut. Oh. Oh. Schon unterwegs. So. Gestreift nur. Die Splittergranate wäre jetzt gut. Um das Auto in die Luft zu jagen. Imitationsgerät.
Hm, da hinten schießt einer da drauf. Mal gucken, ob ich treffe. Oh ja. Sehe ich ihn von da? Ja. Heißt, ich kann flankieren. Beförderung, das ist gut. Du gehst mal dahin. Position Objektivo confirmata. Meines 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. So, das wird erstmal. Die wird praktisch die Position der anderen mir verraten. Mehrere Feinde nähern sich unserer Position. Aua. Overwatch. Nicht gut. Da werde ich mich mal. Du wirst ganz nah rankommen. Und du positionierst dich dahin. Position. Feuerschutz. Dich muss ich gerade jetzt ein bisschen wieder in Sicherheit bringen, so dass du nicht gesehen wirst. Oh, hi. Du zuerst? Natürlich daneben. Fehlschuss. Toujours. Habt ihr das gesehen? Okay, das sind diese aufgerüsteten. Das ist nett. Advent forces on the ground. Oh, hi. Der will unbedingt aufs Dach. Übernahmeprotokoll. Wir
Ja, 83% ist besser als 42. Habe Zugriff. Der andere steht da. Es kann losgehen. So, weg mit dem erstmal. Feind terminiert. Sai che roba, mi hanno vista. Bei dem kommt es jetzt auf an, was mit dem hier passiert. Nur gestreift. Imitationsgerät. Ja, komm näher. Meine Position wurde kompromittiert. Hat der eine Reichweite? So, weg mit dir, Lanzenträger. Oh, Beförderung. Gefechtsprotokoll. Ich würde mal sagen, du fällst. Heads down! Stand er da wirklich drauf? Ziel neutralisiert. Minus 1-5, Status bestätigt. Alles erledigt und Gebiet gesichert. Minus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Hakelos! So will ich's haben. Heißt, ich kann die Mission trotzdem machen. Aber glaube nicht mehr in dieser Folge. Natürlich, am meisten häufigsten angegriffen ist das Imitationsgerät. Hat alles auf sich gezogen. So was will ich immer haben. Deswegen ist es immer gut, mehrere davon zu haben.
gut gemacht, Commander. Es ist gut für die Moral, wenn wir eine Mission so perfekt abschließen. Wächter! Dann nehme ich eher Konfrontation. Was nehme ich denn jetzt? Ich würde sagen, schweres Geschütz. Überragende Automatik, da, das kann ich gebrauchen. Beeindruckend, Kommandant. Und ein weiterer Ingenieur. Sie haben meine hohen Erwartungen bei weitem übertroffen. So. Den habe ich erstmal da reingesetzt. Rekruten. Rekruten sind eigentlich immer gut, aber ja, was mache ich jetzt? Ich wollte ja zuerst das hier noch machen. Heißt, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.